Jeff Kaplan hat vor wenigen Momenten in seinem Developer-Update-Video über das neue kommende Event gesprochen. Es geht nächste Woche schon los und es gibt einen neuen Spielmodus zur weihnachtlichen Zeit in Overwatch. Was genau das ist und welche Skins er persönlich schon so ein kleines bisschen angeteasert hat, darüber werden wir jetzt gleich sprechen. Ja, moin Leute, Spugel am Start mit einer weiteren Folge zu Overwatch und den Overwatch News und ich bin gehypt, denn ich habe damit persönlich nicht gerechnet. Nach Lucio Ball und auch dem wiederkehrenden Junkensteins Brawl bzw. seiner Rache, da dachte ich, dass es bei Winter Wonderland genauso sein wird wie auch letztes Jahr, nämlich die Mace Schneeballschlacht. Die gibt es auch, also die wird auch kommende Woche am 12. Dezember erscheinen auf der Karte, die wir schon hatten, Antarktika plus auch Black Forest. Die Karte kennt man aus dem Brawl bzw. aus dem Arcade-Mode. Das heißt, diese Sachen werden immer noch spielbar sein. Bevor wir jetzt auf die Skins kommen, wo ich euch gleich einen schon zeigen kann, denn es gab den einen Satz, dass wir den Skin schon mal gesehen haben. Darauf werden wir gleich eingehen. Müssen wir dann vorher über den neuen Spielmodus sprechen. Nämlich kann man das als so eine Art Bossfight sehen. Er sagt selbst in dem Developer-Update-Video, dass alle Leute May mögen und dass Winter Wonderland bzw. die weihnachtliche Zeit halt einfach mit May viel zu tun hat und man sich das eigentlich nicht vorstellen kann, so ein Event ohne May zu haben, weil die steht halt einfach für die eisige Zeit. Also, was werden wir haben? 5 Mays spielen gegen eine Winston, das heißt 6 Leute queuen gegeneinander und es ist wie so eine Art Bosskampf. So hat zumindest Jeff Kaplan bezeichnet. Das heißt, diese 5 Mays müssen Winston jagen, der natürlich über viele Hitpoints verfügt, auf einer neuen Karte, wenn ich das richtig verstanden habe, und Winston kann Power-Ups einsammeln, um mit diesen Power-Ups dann in seine Primal Rage zu gehen. Und er hat das so in seinem Video beschrieben, dass sollte dieser Moment eintreten, dass Winston diese Power-Ups alle eingesammelt hat und er geht in seine Primal Rage, dass dann die Mace eher das Weite suchen soll, denn da soll wohl ordentlich viel Schaden rüberkommen und das ist dann im Endeffekt der Moment, wo dann Winston gewinnen wird. Und da bin ich super gespannt. Wir haben also Mace Schneeballschlacht trotzdem noch am Start, aber ein anderes und neues Event. Er sagt zwar auch selbst, was eigentlich völlig normal und völlig okay ist, dass man diesen Spielmodus nicht über hunderte von Stunden spielen wird, aber dass wir was Neues sehen, rechne ich persönlich Blizzard hoch an. Das heißt, 5 Mays gegen eine Winston. Wir werden in den nächsten Tagen, wahrscheinlich spätestens dann zum 12. Dezember, mehr sehen, wenn dann eben auch der Teaser bzw. der Trailer dann auch zum Event kommt. Und wir werden das selbstverständlich gemeinsam anzocken. Was gibt's für Skins? Junkrat und Roadhog bekommen beide jeweils einen Legendary Skin und einen, der bereits schon mal gezeigt wurde. Und da haben wir ein bisschen gesucht. Gerade eben auf dem Stream haben wir auch drüber gesprochen, nämlich der gute Hanzo bekommt einen neuen Legendary Skin und ich glaube, dass es der hier ist, den ich euch jetzt gerade einblende. Den gab es nämlich beim Tracer Comic, der passt auch so von der Zeit her und es würde ziemlich cool aussehen, um ganz ehrlich zu sein. Ich habe auch online noch ein bisschen Concept Art dazu gefunden, was damals schon die Leute sich gewünscht hatten zum Hanzo und wenn der Skin kommt, dann wäre das richtig, richtig cool. Also, am 12. Dezember, kommende Woche also, geht es los mit dem nächsten Event. Ich freue mich richtig dolle drauf. Vielleicht werde ich auf dem Discord, discord.gg/asmugel, kommende Woche dann mal anfragen, wenn ich ein Video aufnehmen möchte. Das würde ich ganz gerne mit euch gemeinsam machen. Vielleicht werde ich den Winston spielen und ihr werdet dann mit den 5 Mays am Eskalieren sein. Ich würde mich auf jeden Fall riesig darüber freuen. Ihr könnt mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Event haltet und ob ihr es gut findet, dass Blizzard mit was Neuem um die Ecke kommt. Ich glaube, die haben auf die Kritik gehört und dementsprechend reagiert. Das muss man den auch meiner Meinung nach irgendwie zugute halten. Also Leute, das war's. Wenn ihr mehr von Overwatch und mir sehen wollt, dann lasst mir gerne ein Abo da. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und wenn dem so ist, dann haut den Daumen hoch, stay tuned, das war's, Smugel. Wir sehen uns in der nächsten Episode.